Seid ihr über unsere Habseligkeiten gestolpert, als ihr diesen heimtückischen Graubart besiegt habt? Wir wären euch auf ewig zu Dank verpflichtet, wenn ihr sie uns zurückbringen könntet. Oh. Admiral Munz, ihr wagt es, meinen treuen Freund Gouverneur Braubart zu entehren. Ihn zu verbannen und ihm sein Land zu entreißen, ist ein großer Fehler, den ihr alsbald bereuen werdet. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Jo, wir haben den Zorn von jemandem geweckt. Wow, der hat auch wieder Truppen. Aber ja, die Außenposten sind alle jetzt unbesetzt. Also kann ich hier eigentlich alles nach und nach einnehmen. Während ich euch hierhin zurückschicke. So, was haben sie an? Ach, 30 Gold. Questbelohnung, 30 Gold. Eroberungsbelohnung. Nehmen wir das hier. Waffen wären nicht schlecht, ja. Also ja, die 30 Gold liefern, das ist kein Problem. Seid ihr über unsere Habseligkeiten gestolpert? Ja, sind wir. Deswegen kriegt er auch gleich 30 Gold. So, du brauchst jetzt mal wieder 10 Pikiniere und 10 Musketiere. Und dir gebe ich erstmal deine... Achso, das ist gebäudeübergreifend. Wie nett. Oder habe ich die falsche Armee ausgewählt gehabt? Ich habe die falsche Armee ausgewählt gehabt, so wie es aussieht. Nein. Nein, ich habe schon die richtige Armee ausgewählt gehabt. Ja, ein bisschen mehr Geld machen. Und auch wenn wir Gouverneur Graubart besiegt haben, die Forschungen bleiben fest bei ihm. Schade, aber naja. Hey, in seiner Taverne könnten wir jetzt Truppen anheuern. Könnten wir das auch in unsere? Nein. Glückwunsch, eine Quest wurde erfüllt. Ihr seid eine wahrlich tugendhafte Seele. Wir danken euch und werden euch nie vergessen. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, nehmen wir nach und nach die Außenposten hier ein. Von Graubart. Ja, Munz ganz zu greifen wäre dann wieder eine andere Geschichte. Vielleicht müssen wir das sogar gar nicht mal. Sicher bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht. Wenn, dann können wir es mit 3 starken Armeen machen. Ja, hier läuft alles wieder richtig rund. Das ist schön. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle.
das hier. Prestige mit Waffen. So, 10 Kanoniere für die Belagerungsarmee. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. So, und dann noch die letzten Außenposten. Mich dünkt das Gouverneur Graubart und Admiral Munzi dieses abscheulichen Taschen nach. Das hatten wir schon mal. Das hier? Ach, noch ein Questgebiet. Für alle Außenposten. Der gehört Mutz. Aber der hier gehört niemandem. Na gut, Mutz hat hier eine ziemlich starke Befestigung auch. Graubart hatte nichts in der Richtung. Also wenn dieser Hafen hier, diese Kanonenbasis Bunds gehört. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Erinnerungsbelohnung, Prestigebelohnung. So, 8 Reiter für dich. Brauchen wir noch Pikiniere und Musketiere für dich. Wobei erstmal dem anderen 10 Pikiniere und 10 Musketiere geben. 5 jeweils. Ach ja, und einen Standartenträger könnte der auch noch gebrauchen. Also der da, einen Standartenträger. So, Kanonen werden jetzt auch gebaut. Oh, Kanonen kosten ja Nahrung, stimmt. Aber Nahrung dürfte kein Problem sein. Ach, das ist Salz der Klöster, ja. Würde ja am liebsten... Ja gut, verzichten wir in der Belagerungsarmee auf Reiter und stopfen sie mit Kanonen voll. Das ist wohl das Effektivste, wenn wir noch gegen Munz antreten müssen. Oh, das ist unschön. Diese Art von Sektor mag ich absolut nicht. Also der ist nur mit einer Turm befestigt, der ist nur mit einem Turm befestigt. Der auch, aber hier sind zwei Türme. Nee, unschön.
Ja, ich denke, wir haben noch viel zu tun hier. Aber das Gute ist, unsere Produktion an allem läuft gut. Also ja, wir haben gerade wenig Waffen und Räder und Pferde natürlich, weil wir das nur auf Bedarf produzieren. Aber Wurst sieht gut aus, Brot sieht sehr gut aus, auch Weizen sieht verdammt gut aus. Gold könnte ein bisschen besser sein, aber es geht. Oh, nebenbei Gold. Hab's jetzt schon wieder vergessen. Dringend, bevor ich die Aufnahmesession beende, die Goldminen richtig einstellen. Also ja, noch 5 Kanonen für dich. Für dich 5 hiervon und 5 davon. So. Also jetzt noch 4 Kanonen für die Hauptarmee. Oder die Belagerungsarmee, besser gesagt. Dann sind die nämlich auch auf 35. Und die packe ich mit Pferden hauptsächlich voll. Also 30 Pferde, 4 Kanonen jeweils. 10 Pferde, 4. Ja, 30 Pferde, 4 Kanonen. Das wäre ziemlich übertrieben. Und ja, ich bilde halt immer noch Pikiniere aus, weil ich Pikiniere als Feuerschutz nehme. Was ist hier nicht angeschlossen? Tja, eine Kanonengießer. Ei. Ui. Ja, gut. Das kann ich dann ebenso gut in meiner... Geisterstadt machen. Aber die Kanoniere jetzt hier sind auch nicht so teuer. Sind sogar etwas günstiger eigentlich. Naja, geht so. Ist jetzt nicht so, als ob ich es mir nicht leisten könnte. Da haben wir auf jeden Fall unsere Waffenschmiede und unser Radmacher auch was zu tun. So, die beiden stelle ich jetzt wieder jeweils auf immer. Oh, du hast deine Pferdchen. Gut. Da kriegst du doch deine Einheiten. Aber ich würde sagen, es ist jetzt wieder mal die Zeit zu speichern.
Let's Play überschreiben. Ja. Und dann machen wir einen Cut erstmal. Also, bis gleich.